Ho, 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 meine Freunde, was geht ab? JB ist am Start mit dem heutigen 15. Adventskalender-Türchen. Und heute ist mal wieder was, was weniger so technisch ist, sondern eher was zum Spaß haben. Schauen wir uns doch mal an. Und zwar das hier. Das sieht erstmal komisch aus, ist aber ganz cool. Das ist nämlich so eine Art Jump-Pad, wo ihr auf erhöhte Flächen ganz easy hinkommt. So. Ja, man muss natürlich auf jeden Fall sprinten dabei, dass man da hinkommt. Aber man muss nicht springen, man muss einfach nur hier drauflaufen, so ungefähr in der Mitte vom Slimeblock und der Druckplatte. Und dann springt man hoch. Wie ihr sehen könnt. Ganz so dramatisch ist es gar nicht. Deswegen zeige ich euch gerade einmal, wie man das baut. Also ihr braucht erstmal so ein Kreuz. Dann geht ihr hier jeweils nochmal runter. Hier unten in die Mitte kommt ein Sticky Piston mit einem Slime Block drauf. Dann kommt hier unten einmal Redstone und da einmal Redstone. So, und jetzt wichtig ist, dass hier diese vier Blöcke, die jetzt noch frei sind, dass es ein Block ist, der von Slimes nicht bewegt werden kann. Also hier haben wir ein paar Beispiele, das ist zum Beispiel ein Ofen oder ein Noteblock. Die Jukebox geht noch. Und Obsidian auf jeden Fall. Gibt aber bestimmt noch ein paar Sachen, die noch gehen. Und dann platziert ihr hier, wo der Redstone drunter ist, einfach zwei Druckplatten. Und ihr könnt springen. Huch. Gut, wenn ich es mal schaffen würde. Nicht so. Sondern so. Super. Alles klar, das war's auch schon wieder für dieses Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Lasst mir ruhig noch Vorschläge da, was in den zukünftigen Türchen noch kommen soll. Es sind ja noch 9 Tage bis Heiligabend. Oh je. Und ja, lasst mir eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.